Ihr Lieben, die Diagnose Schluckstörung ist eine der mächtigsten Diagnosen, wenn es darum geht, einen Pflegegrad zu erreichen. Und das wusste ich auch schon relativ lange. Aber jetzt erst bin ich darauf gestoßen, dass diese Diagnose tatsächlich sogar noch viel mächtiger ist, als es mir vorher bekannt war. Darum geht es in diesem Video. Bleibt dran, es wird spannend. In diesem Video hier, einem unserer ersten Videos, da habe ich euch bereits erzählt, wie mächtig die Schluckstörung tatsächlich ist. Und tatsächlich ist es nicht nur eine mächtige Diagnose, sondern es ist auch eine unangenehme Diagnose, die viele sich nicht trauen, sich diagnostizieren zu lassen. Es geht immer ein bisschen Scham damit einher und dann ist das der Verschlucker beim Essen, der regelmäßig auftritt, doch nur so ein einfacher Verschlucker und nicht der Rede wert, obwohl er halt irgendwie eine ganz schöne Belastung darstellt und auch ein großes Risiko mit sich bringt. Und in dem Video hatte ich dann erzählt, dass man mit der Diagnose Schluckstörung eine gewisse Anzahl von Punkten bekommt und die Punkteanzahl ist viel größer. Die Punkteanzahl ist viel größer. Mit dieser kleinen Diagnose kann man richtig viele Punkte bekommen. Und wie viele Punkte, das zeige ich euch jetzt. Wir schauen es uns an. Ja, und damit begeben wir uns einfach direkt mal in den Pflegegradrechner von pflege-dschungel.de. Und hier beginnen wir tatsächlich erst relativ spät. Das heißt, das Modul 1 lassen wir außen vor. Das ist ja nicht von der Schluckstörung betroffen, die Mobilität. Auch die kognitiven Fähigkeiten nicht so richtig. Auch die Verhaltensweise ist davon gar nicht betroffen. Aber bei der Selbstversorgung fängt es an. Und hier ist es tatsächlich die Selbstversorgung mit dem Essen und mit dem Trinken. Und zwar, wenn man eine Schluckstörung hat, dann besteht durchaus das Risiko einer Aspirationsgefahr. Und die Aspirationsgefahr, die ist tatsächlich so gravierend, dass eine Aspirationsgefahr als überwiegend unselbstständig eingestuft wird. Und das ist tatsächlich dann einfach nicht nur beim Essen der Fall, sondern auch beim Trinken ist die Aspirationsgefahr wieder mit überwiegend unselbstständig bewertet. Das heißt, die Gefahr, dass ihr Wasser in die Lunge bekommt oder irgendwelche anderen Substanzen in die Lunge bekommt, die ja genau, also deswegen ist ja die Schluckstörung vorhanden, genau das ist damit gemeint und in dem Augenblick habt ihr durch die Schluckstörung hier sofort 20 Punkte alleine schon durch das Modul 4.8 Essen und 4.9 Trinken. Damit sind wir hier in diesem Modul fertig. Wir gehen einfach mal zum nächsten Modul und zwar ist es das Modul 5, der Umgang mit der Krankheit. Und da haben wir jetzt eine Medikation, die wir aufgrund der voranschreitenden Muskelschwäche vielleicht zu uns nehmen müssen. Und dabei muss auf jeden Fall jemand dabei sein, weil wir spülen diese Tablette ja mit einem Glas Wasser runter. Und wenn man die Tablette mit einem Glas Wasser runterspült, dann ist das ja genauso wie Trinken zu bewerten. Und damit muss immer jemand dabei sein. Hier haben wir auf jeden Fall einen Unterstützungsbedarf. Das Ganze geht weiter mit meinem Lieblingsmodul, der Therapiemaßnahme in häuslicher Umgebung. Wenn wir jetzt eine Schluckstörung haben, dann gehen wir ja hier unten, gleich im Modul 5.14, zu einem Logopäden, also zu einer Therapiemaßnahme. Und dieser Logopäde, der wird hoffentlich, also ein guter Logopäde wird sagen, achten Sie mal darauf, mehr beim Essen und Trinken und machen Sie vielleicht auch mal ein Eigenübungsprogramm zu Hause. Und in dem Augenblick, wo er Ihnen das empfiehlt, wo er euch das empfiehlt, wir sind hier im Du, in dem Augenblick sagt er das vielleicht morgens und abends, das heißt zweimal pro Tag. Und da seht ihr, wir haben gerade 30 Punkte insgesamt schon angesammelt, wir sind im Pflegegrad 2 und dabei haben wir eigentlich noch gar nicht so viel gemacht. Aber es geht weiter und zwar gehen wir dann natürlich auch zum Logopäden und da nehmen wir dann gerne noch jemanden mit, der uns da dann begleitet, damit der das auch mitbekommt, was da dann unterrichtet wird, damit man da besser auch diese Therapiemaßnahmen in der häuslichen, Umgebung trainieren kann. Und damit der einfach im Bilde ist, was für Risiken damit einhergehen, begleitet der einen jedes Mal, weil die Schluckstörung keine Diagnose ist, die irgendwie unterschätzt werden darf, sondern tatsächlich eine sehr bedrohliche, sehr gefährliche Diagnose ist, da ist es angebracht, dass euer Liebster, eure Pflegeperson auf jeden Fall im Bilde darüber ist und das rechtfertigt den Besuch jedes Mal.
Und dann haben wir natürlich noch das Einhalten einer Diät oder anderer krankheits- oder therapiebedingter Verhaltensvorschriften. Und wenn man hier jetzt ab und zu eine Erinnerung braucht, dass man vielleicht doch nicht das Müsli mit Milch, sondern vielleicht doch besser irgendwie fester mit einem Quark essen sollte. Und wenn man da dann regelmäßig erinnert werden muss, weil man es doch gerne nochmal machen möchte, in dem Augenblick haben wir hier das Eingreifen mehrmals täglich. Und damit haben wir hier überwiegend unselbstständig auch beim Einhalten einer Diät und haben 40 Punkte angesammelt. Und dann weiß ich nicht, wie es euch geht, aber ich trinke zum Beispiel nachts gerne mal ein Glas Wasser. Das heißt, wenn ich nachts wach werde, dann trinke ich gerne was, weil ich einen trockenen Mund habe. Ich glaube, ich schlafe auch mit einem offenen Mund. Und ja, dann ist der halt ausgetrocknet, dann trinke ich gerne ein Glas Wasser. Bei einer Schluckstörung ist aber in dem Augenblick natürlich erforderlich, dass jemand dabei ist, dass jemand dieses Trinken überwacht. Und in dem Augenblick haben wir hier auch nochmal einen Punkt. Und ja, damit haben wir gerade 43,75 Punkte mit nur einer einzigen Diagnose uns erarbeiten können. Und ihr seht's, es fehlt wirklich nicht mehr viel. Es fehlen 4 lausige Punkte, um zu Pflegegrad 3 zu kommen. Das heißt, eine einzige Diagnose hat uns bis auf so ein kleines Stück auf Pflegegrad 3 herangebracht. Und genau das ist es, was die Diagnose Schluckstörung so mächtig macht. Es hat mich voll gefreut, euch das jetzt nochmal präsentieren zu können, auch nochmal irgendwie visualisiert präsentieren zu können. Und ja, teilt das Video an Leute, wo ihr den Verdacht habt, weil die sich manchmal verschlucken, dass sie vielleicht doch irgendwie eine Einschränkung haben, die ihnen Pflegegrad 2 oder vielleicht sogar dann die 3 bescheren könnte. Das war's von mir, ihr Lieben. Lasst es euch gut gehen. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, ciao.